Ja, es geht sich um Folgendes. Ich habe vor einiger Zeit euch über mein Solarstromprojekt berichtet, beziehungsweise ist mal angekündigt, dann doch wieder nicht durchgezogen, weil immer irgendwas anderes dazwischen kam. Es tut mir leid, ich entschuldige mich hierfür. Aber jetzt habe ich mal so die ersten Langzeitergebnisse. Ich habe zum Beispiel diese Powerbank hier. Alle gezeigten Produkte, um das auch hier korrekt zu machen, habe ich selbst gekauft. Ich bekomme kein Geld dafür. Und ja, ist meine persönliche Meinung und Erfahrung. Entschuldigung, ich bin noch ein wenig durchgeschwitzt vom Fahrradfahren, weil unser Battle läuft ja. Ne? Schaut bei den Hello Pedelecs rein. Dann seid ihr da auf dem Laufenden. Ja, ich habe vor einiger Zeit von PowerAd eine 12.000er, ich glaube es waren 12.000, Powerbank mit Solarpanel bekommen. Ihr seht auch gerade, sie ist hier, möchte gern Strom am Laden. Das ist ein Nachteil bei dieser hier. Sie lädt jetzt keinen Strom, zeigt aber an, hör mal, da kommt was an auf dem Panel. Erst wenn hier eine grüne LED angeht, kommt da auch Strom rein. Das hier ist jetzt eine 26.800er, die wirklich von der Kapazität gut ist. Zumindest bei dem, was ich so beim Aufladen, Entladen nachvollziehen konnte, kommt das auch ungefähr hin. Man hat ja ungefähr so 30 bis 40% Umwandlungsverluste. Das ist viel und leider auch schade, aber da arbeiten die dran, es wird besser. Entschuldigung. Das Solarpanel hier drauf ist ein Witz, muss ich einfach mal so sagen. Das macht bei voller und guter Lichteinstrahlung 330 waren das, glaube ich. 330 Milliampere Ladestrom die Stunde. Das ist wirklich nur zum Notfall gedacht. Nichtsdestotrotz wollte ich eine robuste Outdoor-Powerbank haben, die auch ein bisschen geschützt ist. Wir haben ja ein Kläppchen mit jeweils zwei USB. Dann ist hier noch ein Lightning zum Laden und ein Micro-USB, um die Powerbank mit Strom zu versorgen. Und wir haben hier an der Seite auch noch eine Vorrichtung. Mal gucken, ob ich die aktiviert kriege. Na, doch, da, ihr seht's, ja, das wird heiß zum Feuer machen. Also outdoor-tauglich. Sie soll spritzwassergeschützt sein. Ich habe es noch nicht ausprobiert, möchte ich auch nicht. Dafür war sie mir einfach zu teuer. kostenpreistechnisch liegen wir hier bei um die 50 Euro bei einer solchen Kapazität. Dann noch mit Solarpanel. Ich glaube, ich habe sie für 45 geschossen. Ist ein guter Preis. Lasst es euch sagen, ist ein guter Preis. Und ich bin von der Verarbeitung für eine Powerbank aus China wirklich schwer beeindruckt. Ach ja, und wir haben hier unten drunter noch ein bisschen Licht, was man hinzuschalten kann. Ja, ich meine, wir haben auch ein Stroboskop. Ah ne, das ist ein SOS, meine ich. Dann haben wir ein Strobo und dann aus. Da lege ich nicht so viel Wert auf das Solarpanel, weil das ist wirklich nur zum Notfall, falls man mal irgendwo verschütt geht, dass man ein bisschen notfalltechnisch Strom tanken kann. Das sieht bei dieser Powerbank hier schon wieder anders aus. Die habe ich mal im Angebot geschossen. Da ist auch ein Licht unten drunter. Was an dieser interessant ist, die hat 25.000. Was hier aber interessant ist, man kann das hier entriegeln und dann kann man hier, ne, habe ich schon mal in einem Video gezeigt, ein Solarpanel-Modul ausklappen mit vier Panels. Die soll 1000 mAh bringen zum Aufladen. Die habe ich mal mehr oder weniger durch Zufall, weil sie war mal leer gewesen. Da habe ich sie hier ans Fenster gelegt, aufgeklappt und dann vergessen. Mir passiert so etwas, leider. Sie lag dann da, ich glaube, 3 oder 4 Tage und hat volle Lichtzyklen mitgemacht. Und da war tatsächlich laut LED, sie hat vier Status-LEDs. Kann man auch mal zeigen, denke ich. Ja. Sie war wirklich restlos leer. Wenn man aufs Knöpfchen gedrückt hat, war die eine LED am Blinken. Das heißt, da war nichts mehr Saft. So, nach diesen 4 Tagen habe ich dann mal da drauf gedrückt. War ja auch mal interessant zu erfahren. Hatte sie zwei LEDs wieder am Leuchten. Wie viel jetzt im Endeffekt drin war, weiß ich nicht. Das ist der Problem mit diesen Status-LEDs. Deswegen hatte ich mir damals mal, weil ich wollte
Strom generieren. Nicht bloß ne, ein bisschen spielen, sondern Strom generieren. Habe ich auch schon mal gezeigt. Deswegen habe ich mir dieses Solarpanel gekauft. Das soll 2,1 Ampere Maximum in der Spitze bringen bei voller Sonneneinstrahlung. War ich zuerst, ich glaube, 24 Watt oder waren es 14 Watt? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Das kann man dann hier so aufklappen. Ja, und hat dann hier 5 Module. Ich gehe mal weiter zurück. 5 Module, die man hier aufhängen kann. Hier muss ich sagen, da kommt Saft raus. Also das war schon echt nicht schlecht. Ich habe sie einfach mal spaßeshalber hier an mein Fenster gehangen und eine andere Powerbank drangehangen und einfach mal geguckt, was passiert. Da habe ich eine 10.000er damals, glaube ich, in 5 Tagen aufgeladen. Wobei ich da nicht sicher bin, ob die wirklich 10.000 hatte. Aber das hatte funktioniert. So, mein Plan jetzt für eine Woche, wir haben heute Montag, ist, ich habe mir nochmal eine schöne Powerbank besorgt. Eine 10.000er. Die Firma ist jetzt uninteressant, die habe ich im Angebot geschossen. Ich hatte einfach mal eingegeben Solarpowerbank bzw. Powerbank für Solarpanel, weil ich auch gesehen habe, das soll eigentlich nicht passieren, dass das Solarpanel die Powerbank wieder entlädt bei zu wenig Sonneneinstrahlung. War aber leider, obwohl die, wenn die lädt, geht hier eine LED an und normalerweise lässt die keinen Stromzufuhr zurück. Hat sie aber, fand ich ein bisschen komisch. Kann aber auch an der Powerbank gelegen haben, weil die wohl im Leerbetrieb, wenn nicht genug Strom ankommt, wieder Strom verbraucht hat. Deswegen, ich habe das jetzt schon mal ein bisschen getestet, deswegen bin ich von dieser hier, die hat mich jetzt, glaube ich, 10 Euro gekostet. Die war im Angebot von 25 oder sowas. Auch Amazon, war aber kein Black Friday. Weiß ich nicht, die wurde mir auf jeden Fall da angezeigt für Solarpanel Powerbank. Die Besonderheit an dieser ist, ich zeige euch das mal, sie zeigt mir den Ladestand in Prozenten an, also in Zahlen. Das war mir jetzt wichtig. Ihr seht, sie ist leer. Sie kommt jetzt gleich drangehangen. Und dann werde ich täglich Rapport filmen. Das heißt, wenn ihr das jetzt seht, ist das hier natürlich nachträglich aufgezeichnet. Und dann können wir täglich mal schauen, wie viel Saft denn da reinkommt. Und ihr werdet euch wundern. Ich hoffe, das haut jetzt die Woche auch hin, dass das Wetter schön ist. Weil bei richtig schön Sonne ist das natürlich phänomenal. Aber wenn wir jetzt auch noch bewölkt haben, so wie jetzt gerade, dann wäre es ja auch mal interessant zu sehen, wie viel Strom oder ne, wie in welcher Dimension man mal da rechnen muss, beziehungsweise planen oder, ne, ihr wisst, was ich meine, wie viel Strom da jetzt im Endeffekt wirklich reingeht. Das müsste ich jetzt nochmal mit einem Ampermeter und so und das wird zu viel. Es geht mir nur darum, dass ich wirklich Saft generieren kann, den ich auch effektiv nutzen kann. Ja, dann würde ich sagen, hänge ich das Panel mal an und in den nachfolgenden Videos seht ihr dann die einzelnen Wochentage. Ne, heute ist Montag, wir beginnen dann weiter mit Dienstag und zeige euch dann, was zum Beispiel heute an dem heutigen Tage da schon an Strom reingeflossen ist. Also, wir können gespannt sein. Dann sage ich mal, bis morgen. So, meine Freunde, wir haben es immer noch Montag, aber ich wollte es euch zeigen. Also ihr seht hier, da hängt jetzt hier der Solarpanel. Ja, wir haben es jetzt übrigens 20.40 Uhr. Also die hat den ganzen Tag hier in der Sonne geladen. Jetzt wollte ich euch nur von diesem Tag den Stand mal zeigen. Es war, fand ich, etwas flashig. Ja, 21%. Ich hoffe, das kommt auch so auf dem Video rüber. Ich weiß nicht, ob die Kamera das hier vielleicht spiegelt. Aber 21% nur von heute in eine 10.000er Powerbank. Finde ich persönlich schon recht geil. Ja, wir schauen mal. Also wenn das so weitergeht, dann ist sie bis Ende der Woche voll. Ne? Brauchen wir gar nicht groß drüber reden. Jetzt überlege ich schon bald, ob es sinnvoll war, eine 10.000er nur zu kaufen. Oder ich hätte dafür erst eine 20.000er oder so dran gehangen. Aber nun gut. Es funktioniert auf jeden Fall. Naja, ich halte euch auf dem Laufenden. Ich mache, sobald sie voll ist, brechen wir das Ganze ab. Dann machen wir ein Fazit. Und ja, in dem Sinne, bis morgen. Man sieht mich ja kaum, aber das ist gar nicht schlimm. Wir haben heute Dienstag. Und wir schauen jetzt mal live auf die Anzeige. Wo ist der Knopf von der Powerbank, um zu gucken, was haben wir denn heute dazu gewonnen? 42.
Das ist eine 1% mehr als gestern. Aber 42 in 2 Tagen. Das heißt, in den nächsten 2 Tagen sind wir bei irgendwas mit 85. Ich finde das schon nicht schlecht. Naja, wir schauen morgen. So, einen wunderschönen guten Abend. Wir haben es noch Mittwoch. Ja, kurz vor 12. Bin gerade erst vom Autoreifenwechseln wiedergekommen. Aber ich wollte euch wenigstens noch mal eben den Füllstand von der Powerbank und dem Solarpanel zeigen. Also wir sind hier bei 63% Akkuleistung schon, was ich durchaus beachtlich finde. In 3 Tagen von der 10.000 auf 63 finde ich gut. Wir bleiben dran. So, wir haben es Donnerstag. Er ist noch im Ladevorgang, aber ich muss jetzt gleich los zur Nachtschicht. Hier der aktuelle Stand. 82%, er lädt noch. Ich bin begeistert. Ich denke mal, morgen werden wir da. Ja, werden wir die Powerbank voll haben. Und dann kommt mein Schlussrapport. Bleibt dran. Ja, guten Morgen. Wir haben es jetzt 17 Uhr. Draußen scheint die Sonne und ich zeige euch mal den Zwischenstand. 99%. Ich werde jetzt hier noch die 100 abwarten. Dann werde ich zur anderen Kamera gehen und mein Schlussfazit für euch drehen. Ich bin heute wieder ein Reimer und Dichter. Ich reime gern, wenn ich dicht bin. Ja, in dem Sinne, bis gleich. Ja, so, ich grätsche noch mal eben kurz rein, meine Solartechnologie und den Strom. Da ist nämlich die Frage aufgekommen, warum machst du das? Ja, warum mache ich das? Erst einmal, weil ich Spaß dran habe. Zum Zweiten, um auch mal zu zeigen, was so ein Solarpanel in der Lage ist zu leisten. Und wenn man wirklich mal survivalmäßig unterwegs ist, kann man mal schauen, wie sowas überhaupt funktioniert. Überhaupt mal diese Technologie auszuprobieren und dann auch mal mit anderen zu teilen. Da habe ich einfach Spaß und Freude dran, deswegen mache ich das. Und dann kommen wir jetzt auch gleich zu meinem Schlussfazit. So, mein Schlussfazit. Ihr habt es gesehen, Freitag waren 99% in diesem Akku eingespeist. Und allein Sonnenstrom fand ich echt gut. So, ich habe den Akku auch schon wieder entladen. Der hängt schon wieder dran an der Strippe, um neuen Strom zu generieren. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, dass man mal einen kleinen Überblick hat. Ich werde das jetzt immer wieder mal so in meinen Videos einfließen lassen, weil die Solarpowerbank, habt ihr auf meiner letzten Radtour gesehen, wird jetzt demnächst immer so da hinten auf der Tasche drauf sein. Einfach um auch mal Strom mitzunehmen auf so einer Radtour und auch mit nach Hause zu bringen. Boah, gibt sonst nichts zu sagen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne unten kommentieren und mich anschreiben. Ich stehe dann mit Rat und Tat zur Seite. Ja, bleibt nichts weiter zu sagen. Wenn ihr Bock drauf habt, wie gesagt, schreibt mich an. Ich kann euch auch noch mal sagen, wo ich die Sachen her habe. Ja, wie gesagt, ich habe alles selbst gekauft. Ich kriege kein Geld für diese Aktion hier. Ich wollte das einfach mal so präsentieren und euch zeigen, was möglich ist. Und was in Bezug auch auf die Elektromobilität demnächst noch kommen wird. Ich habe da so ein paar Sachen gesehen. Auch ihr kennt alle Sono Motors mit ihrem Sion. Wenn nicht, googelt einfach mal nach Sono Motors. Der Sion, der ist auch mit Solarpaneele ausgestattet, was ich echt vom Konzept her geil finde. Allerdings ist dieses Fahrzeug irgendwie immer noch nicht im Markt, weil die da Geldprobleme hatten. Finde ich sehr schade, weil dieses Auto wäre interessant gewesen, auch für mich. Aber ich weiß, da ist noch, ich bin mir jetzt nicht sicher vorher, aber da ist noch ein Auto demnächst, was kommen soll mit Solartechnologie, was sich wirklich autark selbst versorgen soll. Und das finde ich beeindruckend. Und wenn das so klappen könnte, wäre das echt eine coole Sache. Naja gut, so viel zu dem Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, abonnieren ist kostenlos. Lasst mir einen Daumen oben da oder auch unten, wie ihr möchtet. Und empfehlt mich weiter. In dem Sinne, euer Heizi. Bis zum nächsten Mal.